Der wichtigste Teil meiner Rede ist doch jetzt die Überleitung zum Karl Dietmar Plenz, der uns zumindest teilweise begleiten will. Und dann erst erzählen wir mal lieber selbst. Als wir im Januar in der Grünen Woche mit unserer Bäckerkutsche gefahren sind, mit Olaf Peter zusammen, da habe ich nette Leute kennengelernt und mich prompt mit dem Titanen-Virus infiziert. Und ich habe mit leuchtenden Augen gehört, dass es diesen Plan gibt, diesen verrückten Plan nach Novgorod zu fahren. Und ich dachte, wow, das wäre eine coole Sache. Einmal, weil ich das Abenteuer lieben würde und ich würde gerne ein Stück mitfahren, so viel wie ich von meiner Familie freikriege. Aber es gibt noch eine zweite Motivation. Ich glaube, dass es ein ganz starkes Zeichen ist. Ein ganz starkes Zeichen, wenn wir als Deutsche mit Pferden, wo Leute in Osteuropa die Sprache der Pferde verstehen, wo man sich schnell einig ist, wenn wir uns begegnen und sagen, egal was die Politik macht, wir wünschen uns friedliche Nachbarn und Völkerfreundschaft. Ein weiteres Zeichen. Das ist ein weiteres Zeichen, wo man nicht Polnisch oder Russisch sprechen muss, ist, wenn man mit Brot und Salz kommt und sagt, wir kommen in Freundschaft, wir wollen gerne mit euch zusammen Essen teilen. Ich glaube auch, ich bin so ein engagierter Christ wie der Pfarrer, der zum Glück auch mit dabei ist. Ich war hoffentlich unter Gottes Segen fallen. Das ist ein starkes Zeichen der Christenheit, Brot zu teilen und Salz zu haben, mit Leuten zu essen und so Freundschaft zu leben. Das ist für mich Motivation mitzumachen. Und vielleicht ist es ein weiteres Argument auch für den einen oder anderen, der sagt, unter dem Gesichtspunkt finde ich ein paar Euro dazu, dass wirklich die Tour gewinnen könnte. Ich würde mich freuen. Ich habe draußen einen mobilen Ofen mitgebracht. Das ist so ein schweres Stück, das werden wir nicht mitzotteln können, aber wir überlegen, dass wir tatsächlich unterwegs mit diesem Weizen aus Berlin, mit diesem Friedensweizen oder Roggen Brote backen und ansonsten mit der Nachhut immer mal Brot aus Deutschland nachschicken, dass wir an vielen Orten Menschen begegnen können mit dieser tollen Geste.